Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch vor kurzem bei Instagram gezeigt, dass ich meine Pflanzen umgetopft habe, beziehungsweise einen Teil davon, und habe dabei auch von meinem eigens hergestellten Substrat gesprochen, das ich dafür verwendet habe. Da kamen dann auch prompt ein paar Rückfragen, was ich da denn so reingepackt habe und so weiter. Deswegen dachte ich, das eignet sich vielleicht für ein Video. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich diesen Mix von der Plant-Tuberin, so nennt man ja die Leute, die Pflanzenvideos auf YouTube machen, Kaylee Ellen habe. Also sie hat dazu ein Video gemacht. Ich finde, bei ihr gibt es ganz, ganz tolle Tipps. Also ich hole mir da auch wirklich regelmäßig welche ein und die sind unheimlich hilfreich, haben mir schon sehr oft weitergeholfen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Verhältnis der Komponenten minimal verändert habe. Was ja aber auch nicht schlimm ist, weil es kommt immer auf eure individuelle Situation drauf an. Und ich glaube, das ist schon mal so der erste wichtige Hinweis vorab. Wenn ihr zum Beispiel Leute seid, die stark dazu neigen, zu viel zu gießen, dann braucht ihr Erde, die schneller trocknet. Ich werde da gleich auf die einzelnen Bestandteile genauer drauf eingehen, für was die jeweils da sind. Ja, anders ist es dann natürlich für die Leute, die weniger gießen oder vielleicht sogar zu wenig gießen. Da wäre es sinnvoll, dass die Erde vielleicht ein bisschen länger feucht bleibt. Ne, das ist immer so komplett von Person zu Person unterschiedlich, hängt auch ein bisschen von eurer Wohnsituation ab. Deswegen ist das nicht in Stein gemeißelt. Ihr könnt es auch nach Belieben verändern. Erstmal vorab, wofür ist die Erde genau geeignet? Also konkret für welche Pflanzen? Die Erde ist geeignet für alle Aronstabgewächse. Was sind Aronstabgewächse? Weiß kein Mensch, ich wusste das auch nicht. Das sind eigentlich fast alle gängigen Zimmerpflanzen. Alles, was man so kennt. Insgesamt zählen dazu knapp 130 Gattungen und knapp 4000 Arten. Also wirklich eine Menge. Bekannte Aronstabgewächse wären beispielsweise Efeututen oder, ich habe jetzt hier ein bisschen was hergerichtet, damit ihr das dann auch sehen könnt, Alocasien, das ist zum Beispiel eine kleine Babypflanze, die Alocasia Silver Dragon. Dann aber auch Anthurium clanivarum, das wäre beispielsweise diese hier mit den wunderschönen herzförmigen Blättern. Die hat auch schon den Mix, den ich euch gleich vorstellen möchte. Und dann natürlich auch, darf nicht fehlen, weil es auch immer wieder gezeigt wird und ganz viele von euch die Pflanze mit Sicherheit auch haben, die Monstera, ja. Genau, das wären nur so ein paar Beispiele. Dazu zählen noch massig mehr Pflanzen. Also schaut da gerne nach, wenn ihr euch nicht sicher seid. Auf jeden Fall kann man diese Erde für wirklich alle verwenden. Und es funktioniert bei mir auch sehr gut. Also ich habe es schon erprobt. Außer bei einer Pflanze, die sieht nicht allzu gut aus. Was aber eher daran liegt, dass sie schon von Anfang an rumgezickt hat. Ich glaube, ihr fehlt generell etwas. Ich kann nicht genau sagen, was. Ich hoffe, ich kann sie noch retten. Ich gucke gerade hier rüber, weil sie dort steht. Ja, wir werden sehen, aber da liegt es definitiv nicht an dem Mix. Ja, insgesamt sind in dieser Erde 5 Bestandteile vorhanden. Das ist relativ viel und ich muss dazu auch sagen, diese einzelnen Bestandteile sind nicht gerade günstig. Aber ihr könnt daraus massig Erde herstellen. Problem dürfte dabei wiederum sein, dass ihr vielleicht nicht die Lagermöglichkeiten habt. Das ist bei mir auch so ein Ding. Deswegen habe ich einen Teil der Erde auch einer Freundin gegeben. Also das hat sich dann ganz gut ergeben, weil sie auch ihre Pflanzen umtopfen musste. Und da konnten wir es dann so ein bisschen aufteilen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, dann macht das auch gerne so. Oder ihr habt natürlich entsprechende Lagerungsmöglichkeiten. Was aber auch bei manchen Bestandteilen nicht ganz so leicht ist, werde ich auch gleich erklären. Ich habe alle Produkte bei Amazon bestellt, was daran liegt, dass ich ganz viele davon auch so einfach nicht gefunden habe. Also es ist nicht allzu leicht. Ein paar Bestandteile gehen vielleicht, aber nicht alle. Das nur mal so vorab. Ich werde euch aber auch alle Produkte, die ich verwendet habe, unten in der Infobox verlinken. Ich habe nämlich auch mal die Links von Kaylee Ellen angeguckt. Da ist natürlich das Problem, dass sie die Links für den Amazon UK Shop verlinkt hat. Und die Produkte gibt es nicht immer in Deutschland. Deswegen musste ich mich ein bisschen auf die Suche begeben, habe aber alles gefunden und ja, bin jetzt ganz gut ausgestattet. Wir fangen aber direkt mal an. Ich werde euch das Mengenverhältnis in Prozent angeben, muss aber dazu sagen, weil das wird jetzt ja, sehr genau sein, dass ich das nicht so mache. Also ich mache es dann ungefähr Pi mal Daumen.
100% genau muss es auch nicht sein. Es soll wirklich nur der Orientierung dienen. Und je nach Situation, habe ich ja auch schon gesagt, kann das Ganze natürlich sowieso variieren. Der größte Bestandteil zusammen mit einem anderen ist Pinienrinde. Ja, da habe ich jetzt diese hier verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera jetzt gut sehen könnt. Ja, ich glaube, es geht einigermaßen. Es ist relativ grobkörnig. Dieser Anteil macht von dem gesamten Mix tatsächlich 27,7% aus. Also doch relativ viel. Warum braucht man Pinienrinde? Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Luftzirkulation besser ist und eure Wurzeln, die Wurzeln der Pflanzen, brauchen Luft. Das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite Vorteil ist, dass die Wurzeln kräftiger ausgebildet werden. Ja, also das macht natürlich auch Sinn, weil die Wurzeln sich immer der Umgebung anpassen. Und wenn alles etwas grobkörniger ist, was hier ja auf jeden Fall der Fall ist, werden auch die Wurzeln fester und dicker. Und das habe ich auch tatsächlich schon festgestellt. Ich habe auch ein paar Pflanzen, die sind in gewöhnlicher Fertigblumenerde. Und da sind die Wurzeln teilweise wirklich ganz, ganz dünn. Und das ist bei diesem Mix auf jeden Fall anders. Also da bilden sich die Wurzeln anders, kräftiger, robuster dann auch vor allem aus. Also ganz wichtiger Bestandteil mit der wichtigste. So, der zweite wichtigste Bestandteil ist, das kann ich euch jetzt gar nicht mehr zeigen, ich habe es jetzt noch hier, Kokoserde. Da habe ich dieses Produkt verwendet. Das ist sozusagen einfach nur ein fester Siegel, könnte man so sagen. Ich habe versucht, den in der Mitte auseinander zu trennen, dass ich nicht die ganze Erde auf einmal machen muss. Das hat aber nicht funktioniert, das war wirklich so hart wie Stein. Und diesen Ziegel gebt ihr dann in 4 bis 6 Liter Wasser. Ihr müsst dann auch schön das Ganze ein bisschen umrühren, 20 Minuten warten und dann sollte sich das Ganze auch so aufgesogen haben, dass ihr dann die Erde habt, die fluffige Erde, die auch schon ein bisschen, ja, sie ist nicht wirklich grobkörnig. Es gibt, glaube ich, auch ein bisschen grobkörnigere Kokoserde, die noch besser wäre, aber ja, die war auch super, hat toll geklappt und ihr bekommt da wirklich eine Menge davon. Kann ich also auch wirklich nur empfehlen. Und dieser Part macht eben auch 27,7% aus, wenn ihr es genau haben möchtet. Gucke ich nie so genau drauf. Ich schaue dann einfach, dass die Kokoserde ungefähr im 1:1 Verhältnis zur Pinienrinde ist. Um hier auch nochmal genauer auf den Vorteil einzugehen gegenüber gewöhnlicher Blumenerde. Kokoserde ist insgesamt ein bisschen trockener, ja. Was eigentlich ganz gut ist, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Fertigblumenerde hat und gießt, dann ist das Ganze meistens ziemlich matschig, zu feucht schon fast. Ne? Und wenn ihr eh dazu neigt, zu übergießen, ist das vielleicht auch die bessere Alternative. Deswegen Kokoserde. Dann zu dem drittwichtigsten Bestandteil, beziehungsweise eigentlich ist es ja der zweitwichtigste Bestandteil, weil die ersten beiden sind zusammen auf Platz 1. Das sind Perlite. Hier. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, weil die in Fertigblumenerde oftmals auch enthalten sind, aber aus meiner Sicht auch viel zu wenig. Die sorgen ebenfalls dafür, dass die Erde schneller austrocknet, ne? Dass sie nicht zu lange nass bleibt. Weil wir wissen ja alle, wenn die Erde zu nass ist, führt das schnell zur Wurzelfäule und dann habt ihr ein Problem, dann geht euch die Pflanze ein, außer ihr topft schnell genug um, wenn ihr es rechtzeitig merkt. Aber am besten ist es natürlich, es passiert gar nicht. Deswegen braucht man Perlite. Die habe ich jetzt zu einem Prozentsatz von 22% reingepackt. Also ein bisschen weniger als Pinienrinde und die Kokoserde. Aber es ist ein sehr großer Bestandteil. Einfach weil ich möchte, dass die Blumenerde lieber zu schnell austrocknet, als dass die Pflanzen dann zu nass stehen. Ja. Und jetzt zu den letzten beiden Bestandteilen, die jeweils 11% ausmachen. Bei dem einen wusste ich überhaupt nicht, dass man das in Blumenerde packen kann und ihr werdet jetzt vielleicht auch verwundert sein, das war also auch wieder ein ganz, ganz toller Tipp und zwar Aktivkohle. Ja, wie ihr seht, wird das eher für Aquarien verwendet. Es steht aber auch schon drauf, entfernt Schad- und Trübstoffe, perfekte Wasserqualität. Also es hat ganz klar eine Filterfunktion und diese Filterfunktion übernimmt Aktivkohle auch in Blumenerde. Also es filtert sozusagen, ja, eben Schadstoffe, Verunreinigungen heraus und gewährleistet einen guten pH-Wert. Macht nicht viel aus, 11%. Ja, genau. Und der letzte Bestandteil, ebenfalls mit 11%, ist
ein natürlicher Dünger, nämlich Wurmkompost. Ja, Wurmkompost ist nichts anderes als das, was bei Würmern hinten rauskommt, wo auch immer hinten ist. Ja, und das wird ebenfalls zu 11% hineingegeben. Wie gesagt, hat eine Düngerfunktion. Dann hat man wirklich alles, was Pflanzen benötigen in dieser Erde. Und das funktioniert bei mir auch wirklich sehr gut. Ich werde euch jetzt nochmal zeigen, wie ich das alles zusammenmische. Das ist vielleicht ein bisschen anschaulicher, wenn ihr das nochmal in Videoform seht. Und wie dann letztendlich auch das fertige Substrat aussieht. Viel Spaß! Das ist jetzt der fertige Mix und wie ihr sehen könnt, sieht man hier wirklich sehr gut, dass die Wurzeln da gut Luft haben werden. Das sind einige große Teilchen drin, die für eine gute Belüftung sorgen sozusagen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe euch ja aber auch schon gesagt, für was die verschiedenen Bestandteile da sind. Was ihr dann auch noch abschließend machen könnt, ihr könnt über eure Erde noch eine kleine Schicht Pinienrinde legen oder aber, wie ich es gemacht habe, Sphagnummoos. Das könnt ihr hier auch wirklich sehr gut sehen. Und das ist wirklich toll, wenn ihr ein bisschen Probleme mit der Luftfeuchtigkeit in euren Räumen habt. Also ich habe zwar einen Luftbefeuchter, der leistet eigentlich auch ganz gut seine Dienste, aber ich lasse den eigentlich nicht rund um die Uhr laufen. Und deswegen ist dieses Moos dann auch noch da. Das sorgt dafür, ja, dass zumindest hier der Stamm unten schön umgeben ist. Das Moos bleibt ja auch weiterhin feucht, immer wenn ihr gießt. Und das ist dann halt natürlich auch gut, in puncto Luftfeuchtigkeit, vor allem in den Wintermonaten. Das habe ich jetzt noch als Schicht draufgegeben. Das Ganze sieht so aus, kann ich euch auch nochmal zeigen. Das ist ähnlich wie bei der Kokoserde, einfach so ein ganzes hartes Stück. Das konnte ich aber hier in dem Fall durchtrennen, weil es auch nicht so dick war. Und das wird dann auch in Wasser aufgelöst. Ich habe viel zu viel gemacht. Das Ganze sieht dann nämlich letztendlich so aus. Davon habe ich nochmal einen Beutel. Und das Problem daran ist, und jetzt komme ich auch schon wieder zu dieser Lagerungsproblematik, es muss ununterbrochen feucht gehalten werden. Und da hat man dann natürlich schon schnell ein Problem, dass das Ganze vielleicht schimmelt. Wenn ihr dann einen Tipp habt, wie ich das lagern kann, ohne dass es schlecht wird, dann gerne her damit. Das weiß ich nämlich selbst nicht so wirklich. Ich muss mal gucken, was ich jetzt damit mache. Ich habe auch schon ein paar Foren durchforstet, aber nicht wirklich die Lösung für mich gefunden. Mal sehen. Zum Glück habe ich nicht die ganze Packung gemacht, weil das wäre in die Hose gegangen. Ich muss aber eh noch zwei Pflanzen, glaube ich, umtopfen. Deswegen ist das dann auch in Ordnung, dass ich jetzt auch noch ein bisschen was habe. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video helfen konnte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euer Substrat selbst herstellt oder ob ihr Fertigblumenerde nutzt. Und ja, wie ihr jeweils damit fahrt, ob ihr damit zufrieden seid oder eher weniger. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und bis bald. Macht's gut. Tschüss.